Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Wingcraft und ich sitze hier in dieser kleinen Bar in Relos. Hier ist eigentlich auch ganz nett. Okay, hier sind ein paar betrunkene Leute, mit denen könnte ich mich jetzt anlegen. Ich guck mal, was kann der denn so? Aua! Eine schöne Kneipenschlägerei hier anfangen. Und gleich einen Mord begangen. Na, aber es interessiert keinen. Was haben wir denn hier? Armsort All Black? Da war ich noch nicht, oder? Oder war ich da mal? Doch, da bin ich durchgerusht. Das ist da, glaube ich, bei den Sky Islands oder so. Und Korkian Cognac. Alter. Was ist denn noch hier hinten? Also hier hinten hat er irgendwie sein Büro. Hä? Wie kommt man denn da hin? Hier geht's noch nach oben. Was? Der hier, okay, der hat auch schon ein bisschen zu viel getrunken und ist ein bisschen übermütig. Aber... Hey, wie kommt man denn da hin? Ach hier. Ja, krass. Krass, wie viele Details hier sind. Ich meine, hier ist ja auch sonst nichts zu entdecken. Aber... Nee, anscheinend war es das dann hier. Da ist nichts mehr außer Fässern. Na gut, ich werde mir heute nochmal ein bisschen Korkus anschauen. So, ich wollte ja hier noch ein bisschen an der Küste entlang gehen. Und naja, alles werde ich vielleicht nicht entdecken, aber so viel wie, ja, wenn mir was Interessantes über den Weg läuft. Und natürlich hier diese Avia Feathers, die möchte ich auch noch sammeln. So. Hier hinten war doch, ich weiß nicht, war da so ein Leuchtturm? So, ich kann Emeralds gebrauchen. Genau. War hier. Oder ich weiß nicht mehr, was das für ein Turm war, aber das war auf jeden Fall eine Quest. Aber ist hier hinten dann noch was? Eventuell. Hat er mich schon gesehen hier? Keine Ahnung. Okay, hier sind auch Roboter. Die sind da mal zelten gegangen, glaube ich. So, und hier? Okay, da kommt man dann, einfach zum Hafen hin. Alter, was ist das denn hier? Diese Wand, das sieht ja aus wie, als ob das hingebaut wurde. Das ist doch nicht natürlich entstanden hier. Und da sind ja auch...
Was könnte das sein? Boah. Jetzt wollen sie es hier aber wissen. Na, ich habe da natürlich auch keine Bank. Smoky Diamond Boots brauche ich nicht. Und Legendary Hosen. So, ich mach das mal so. Aber sonst ist da nix, oder? Weiß nicht, kommt man da hoch? Eigentlich ja nicht so. Wahrscheinlich ist das hier wieder total überflüssig, was ich mache. Boah. Macht man den nicht, den Sprung? Irgendwie ja nicht. Oh, schade. Aber so geht's. Alter. Was ist das hier? Okay. Hier ist auch Roboterparty. So, meine Güte. Was machen die hier? Warum kann man hier einen Knopf drücken? Oder ist das nur Verzierung? Oh. Oh, keine Ahnung. So. Okay, wäre man auch einfach reingekommen. Meine Güte. Das kann ich ja nicht wissen. Aber hier geht's auch noch irgendwo hin. Oder auch nicht. Nö, einfach nur ein Zelt. Ah, ich möchte halt immer gern irgendwie was Cooles entdecken, aber viele Höhlen sind dann halt einfach nur ziemlich ähnlich. Na gut. Dann mache ich das mal so. So, da hinten an der Küste, da war ja dann einfach nur das mit der Quest. Aber die andere Richtung. Genau, das war hier mit den Tools, die man sammeln musste. Aber in die andere Richtung. Naja, da war diese Bucht. Da war irgendwie so ein krasses Schiff. Aber war da noch mehr?
So, genau. Hier war diese... diese krasse Höhle. Und ich weiß, ob es da auch noch einen anderen Weg nach draußen gibt. Genau, hier sind Banditen. Hallo, die Herren. Guten Tag. Da war ich dann irgendwie drin und... ja, da war ich auch drin. Nee, aber irgendwie geht's da nicht weiter. Guck mal, ob ich... hier außen rum komme. Ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, der Weg, den ich gehe. Nee, da oben. Da oben ist aber was. Das sieht doch vielversprechend aus. Moment, hier ist auch noch ein Schiff. Southern Outpost. Okay, hier war ich definitiv noch nicht. Guck ich mir gleich an. Alter. Das ist auch noch richtig Kram da oben. Ist auch noch mal ein hübsches Feld. Und hier sind Einwohner. Und ich komme hier nicht durch. Hallo? Na? Das ist ein Ballon. Das hier so. Das ist hier dieser Außenposten. Richtiges kleines Dorf. Aber es ist jetzt kein Ort. Also man kann ja nicht spawnen. Okay, und. Geht drei Schritte aus dem Dorf raus, dann wird man angegriffen. Da unten noch. Was ein Servant-Bot war das? Boah. Heftig. Und irgendwas wirft Feuerbälle auf mich. So, 96, Alter. Ah, was will ich denn mal weg? Das tue ich mal weg. Aber dann mache ich das so. Ja, wieder so ein Service-Bot. Oder ein Diener-Bot. Also so ein Butler ist das quasi. Künstlicher Butler. Tschüss. Okay, den kann man da alles schön runterschmeißen. Alter, ist das ein Parcours dahin? Oder was ist das? Ah, wo werde ich denn angegriffen? Auf jeden Fall eine Kiste. Aber die funkelt nicht. Ich weiß nicht. Ich kann da, ich meine, ich kann hier drauf hüpfen und da, aber dann geht's auch nicht weiter. Hm.
Ist mir ein bisschen zu riskant. Ich gucke hier nochmal hoch. Hier hausen die Affen. Do not disturb. Aber es ist ja keiner da. Okay. Im Arbeitszimmer. Ist das faszinierend. Okay, einfach nur ein Bettchen und eine Kiste. Und das ist nicht so interessant. Okay, aber das Bett hier neben dem Schornstein ist auch, bisschen merkwürdig. So. Keine Ahnung, was da drüben ist. Also das da, ist das da unten jetzt Relos? Doch, müsste ja sein. Aber wo geht's denn hier runter? Es geht ja richtig tief nach unten wieder. So, einfach mal vorbeirennen an den ganzen Leuten. Okay, die sind außen. Ich dachte schon. Hä, was ist das hier? Was genau ist das hier? Immer der Butler. Der Butler war's. Okay, aber das haben mir die Roboter komplett an sich gerissen. Aber das haben die doch nicht gebaut, oder? Nee, hier sind auch wieder Caucus Citizen. Was macht ihr denn hier? Ihr lebt ja hier richtig scheiße. Hier lebt er hier richtig gefährlich. Und ist hier noch was? Ah. Und hier ist noch mal so ein Ballon.
Warum auch immer. Nee. Also ein Ballon ist direkt drüber. Faszinierend. Oh. Unmeltable Eis. Okay, for Chuling. Ach ja, es gibt eventuell ein Update bezüglich der Bestrafung, wenn man stirbt. Weil bisher ist es ja so, man verliert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einen Gegenstand. Noch ein Potion of Mana. Und das soll geändert werden, dass irgendwie die Items an Haltbarkeit verlieren. Weil bislang ist es irgendwie so, dass nur die gecrafteten Items, ich habe überhaupt keine gecrafteten Items, aber die verlieren Haltbarkeit und die muss man dann irgendwann reparieren. Und die wollen es jetzt so machen, dass alle Items, wenn man stirbt, so ein bisschen Haltbarkeit verlieren. Und dann müsste ich halt irgendwann auch meinen Funiat reparieren. Finde ich prinzipiell nicht so schlecht. Ich weiß nur nicht, wie viel das dann kostet. Also sagen wir mal, mein Funiat ist zur Hälfte kaputt. Wie viel Reparaturmaterial müsste ich dann nehmen? Also wenn das irgendwie zu heftig ist, dann wäre es natürlich blöd. Wenn ich dann irgendwie... Ja gut, jetzt so oft sterbe ich ja jetzt auch nicht, aber... Ab und zu hat man ja doch mal Stellen, wo man mal, keine Ahnung, 2-3 Mal hintereinander stirbt und nicht, dass dann mein Funiat kaputt ist. Und ich dann irgendwie ganz viel Kohle mir erst Reparaturmaterial kaufen müsste oder so. Naja, mal gucken. Aber es war auch nur eine Idee. War noch gar nicht klar, ob das wirklich umgesetzt wird. Was wurde noch? Na, ich gehe mal weiter hier. Was? 120 Item-Bombs? Aber bitte nicht jetzt. Das würde mich dann doch ein bisschen zu sehr nerven. Ja gut, die haben hier einen Ballon und die machen hier irgendwas. Was auch immer, ich weiß es nicht. Und die leben hier inmitten der Roboter. So, wie ging's denn wieder raus? Hier ging es irgendwie gar nicht weiter. So. Noch ein paar Blümelein, kleiner Garten hier. Okay, das ist sehr bescheiden hier, das Haus. Naja, jeder wie er es braucht. So. 88. Ja. Glaube ich jetzt nicht, dass das so spannend ist. Ich habe so viele Items noch in der Bank. Also momentan bin ich da echt ganz gut ausgestattet. Ich habe natürlich keine
keine Mythic-Items oder so. Aber das macht ja nichts. So, da geht's dann irgendwo weiter. Aber ich wollte jetzt hier drüben nochmal gucken. Alter, die verfolgen mich. Nein! Shit. Das ist ein Key Guardian. Ja, das ist der von der Fallen Factory. Ich meine, der ist nicht wahnsinnig schlimm, aber... Hallo, lass mich rein. Jetzt theoretisch einfach durch die Wand bekämpfen und schmeißt da auch ein bisschen den Citizen rum. So, ja. Der ist auch nicht so stark. Wer denn da, der Starbot? Das ist echt unangenehm hier. Meine Güte. So, den Key brauche ich nicht. Alter. Der Weg? Ach, da hinten. Gibt's hier einen normalen Weg? Doch noch da hoch. Weil, ja, sah interessant aus. Doch, hier ist der Weg. Ah, Fort Lenoras. Oder gehört das auch zu einer Quest? Und ich bin hier zu früh, weil warum hat das einen Namen? Storage? Das hier Duschen? Shower Room? Oder die Umkleide? Office? Aber das hört sich ja mehr so an wie von Soldaten, aber das sind einfache Citizens. Oder ist auf Korkus jeder Citizen gleichzeitig ein Soldat? Aber das war's? Und dann nicht noch höher? Doch, hier geht's höher. Na gut. Also da ist so ein Müllrad. Okay, mehr ist es dann auch nicht. Nee, hier, Watchtower Entrance. Hier sind also die
Betten? Ja, das ist wirklich für so eine komplette Soldatenmannschaft. Aber es, die heißen ja nicht Soldaten. Wo sind die Soldaten? Wie lange denn noch? So. Und hier sind Kanonen. Krass. Alle vier Richtungen. Na gut. Also ich weiß es nicht, ob das hier irgendeinen Zweck erfüllt oder halt einfach nur Deko ist. Aber es ist cool. Also ich find's cool. So. Kompliziert hier rein und raus zu kommen.